Einen guten Nachmittag. Ja, IQ hilft wirklich nichts und Unbildung, das hilft wahrscheinlich wirklich. Ja, gegen Leukämie hilft Terpentin. Darauf komme ich gleich, was das alles mit dem heutigen Beitrag zu tun hat. Ich habe heute mich mit jemandem unterhalten. Es war eine Frau, die bat darum, dass ich eine Biotonne bestelle für sie, weil Mieter können es nicht und das muss man dann als Vermieter machen. Dann sage ich, wieso? Sie haben doch da einen riesen Garten. Tun Sie es doch auf den Komposthaufen. Noch dazu so wenig, wenn Sie sagen, Sie brauchen nur eine ganz kleine Tonne, dann ist es doch ideal für einen Komposthaufen. Und dann kam in einem Brustton der Überzeugung, einen Komposthaufen muss man einmal im Jahr aufwendig entsorgen und abfahren. Wie gesagt, mit einem Brustton der Überzeugung, sodass ich mir schon wirklich fast dumm vorkam. Ich habe dann entsprechend entgegnet, dass sie sich doch mal darüber informieren sollte. Aber genauso versprochen habe ich das ja mit der Leukämie. Ne? Unterhalten sich zwei Bauern, sagt der eine, du Karl, ich habe ein bisschen Sorge, weil mein Pferd, das hat Leukämie. Ja, sagt der andere Bauer, aber da hilft Terpentin. Was? Wirklich? Natürlich hilft Terpentin, das weiß man doch. Ja, und wie machst du das? Na, einfach in den Eimer geben und trinken lassen. Ja, nach ein paar Tagen treffen die sich beide wieder. Und? Was ist mit dem Pferd? Hat's geholfen? Ja, sagt er, der das kranke Pferd hatte. Geholfen hat's. Jetzt hat mein Pferd keine Leukämie mehr. Wieso? Naja, es ist tot. Gut, das bloß als Abschluss. Aber nochmal dieser Brustton der Überzeugung, wenn man schon keine Ahnung hat, das ist auch den Ungebildeten sehr nahestehend. Das ist deren Trick. Ne? Wenn man schon nichts weiß, dann muss man das wenigstens mit größter Überzeugungskraft vortragen, was man nicht weiß. Gut, ich hoffe, ihr denkt auch mit darüber nach, damit ihr was tut. Macht was, wisst ihr ja. Aber macht's gut. Ne? Bis zum nächsten.